Hallo liebe Hausbauhelden, herzlich willkommen zur heutigen Roomtour. Die Sanierung eines alten Bauernhofs mit Dorfkneipe. Caro und ihr Mann haben dieses herausfordernde Bauprojekt in den letzten 4 Jahren umgesetzt. Und Caro zeigt uns heute, wie sie alt und neu zu einem stimmigen Gesamtkonzept vereint haben. Hey, ich bin Caro. Herzlich willkommen in unserem Bauernhaus. Komm doch rein. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, Caro, vielen Dank, dass wir heute euch besuchen durften und dass du bereit bist, uns euer tolles Zuhause zu zeigen. Das hier, wo wir gerade stehen, war mal eine Dorfkneipe. Hast du mir erzählt. Das war ein Bauernhof, ein Bauernhaus mit Dorfkneipe und ihr habt das gekauft und komplett selber saniert und renoviert und neu gebaut. Also das Haus hier haben wir gesehen und ich habe mich tatsächlich direkt verliebt und wollte es auch unbedingt haben. Es war vorher eine Kneipe, wie schon erwähnt. Und ja, mein Mann kam hier früher als Kind sehr oft her und auch seine Mutter ist hier groß geworden. Und da war das eigentlich relativ klar, okay, das Objekt ist es. Wir stehen auch gerade ursprünglich bei der alten Kneipe drinne. Hier war vorher der Barbereich, da war dann auch noch ein Durchgang zum Flur hin. Wann ist das Haus gebaut worden ursprünglich? Circa 1900. Okay, und kannst du uns verraten, für welchen Preis ihr es so ungefähr gekauft habt und was ihr dann auch noch mal reingesteckt habt? Genau, also das Haus wurde für 150.000 wurde es angeboten und ungefähr das Doppelte oder nochmal das Doppelte drauf kann man für Eigenleistung hier mit einrechnen. Also so viel haben wir bezahlt. Ja. Ihr habt hier 160 Quadratmeter Wohnfläche. Du hast mir schon verraten, Außenbereich minus Scheune. Also das ist riesig. Das gucken wir uns nachher alles noch an. Sind nochmal 800 Quadratmeter. Genau. Und ihr habt das Haus Ende 2018 gekauft und dann auch angefangen zu sanieren. Also wir haben es 2018 im Dezember hatten wir es gekauft und haben dann wirklich in 10 Monate das Haus dann kernsaniert. Wir haben hier unten angefangen, tatsächlich hier der Barbereich oder das Wohnzimmer und die Küche waren der erste Raum, den wir angefangen haben. Danach ging es im Flur weiter und im Badezimmer. Dann haben wir uns sozusagen weiter vorgearbeitet Richtung Treppe und dann Kinderzimmer, Schlafzimmer und oben dann das Zockerzimmer. Mhm. Seid ihr beide handwerklich sehr begabt, dass ihr gesagt habt, ja, da haben wir Lust drauf? Oder wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Ja, also mein Mann ist Handwerker, er ist wirklich sehr begabt und ich habe eine technische Ausbildung, also ich bin technische Zeichnerin. Und dann, ja, die Vorstellung alleine kam halt schon so von mir. Aber er ist definitiv der Part, der das umsetzen kann und auch macht und sehr gut macht. Also ich bin auch froh, dass er das so kann, weil ich kann es leider nicht. Du hast mir berichtet, dass ihr immer wieder versucht habt, alte Elemente von früher hier einzubringen, um die hier wertig auch wieder darzustellen und das Alte im Modernen zu zeigen. Mir fällt zum Beispiel diese wahnsinnig schöne Lampe auch da oben. Und ich könnte mir vorstellen, dieser Balken ist ein alter Balken vom ursprünglichen Haus hier. Und der Balken, der war früher im Dach drin, das Dach haben wir neu gemacht. Und ja, da wir halt wollten, dass wir mehrere Objekte oder mehrere Sachen vom Haus wieder integrieren, haben wir den Balken halt abgeschliffen mit einer Drahtbürste und dann nochmal mit feinem Schleifpapier und haben dann versucht, alte Lampen aus unserer ersten gemeinsamen Wohnung mit zu integrieren und haben das dann halt so sagen industrial mit rustikal, würde ich es sagen, gemischt. Der Tisch, ist das auch altes Holz? Nee, das sind Dachdeckerdielen heißen die. Und zwar sind die auch an so Gerüsten dran. Die haben wir halt auch abgeschliffen und zugeschnitten und dann den Tisch selber gebaut. So Originaltische kosten ja schon über 1000 Euro und das hat jetzt ganz hart jetzt 100 Euro gekostet. Wahnsinn. Wie habt ihr das Holz bearbeitet? Das haben wir abgeschliffen und dann mit so einer allwettergrauen Lasur einfach nur mit dem Pinsel drüber und das war's dann schon. Wir haben halt geguckt natürlich, dass das speiseecht ist, weil wir haben denselben Lack haben wir auch nochmal draußen am Esstisch, damit man halt davon auch essen kann und jetzt nicht irgendwelche Schadstoffe mit einnimmt. Ja. Ich sehe noch mehr Holz bei den Kätzchen. Genau. Der Kratzbaum ist wahrscheinlich auch self-made. Genau, also die Weinkisten, die haben wir gefunden in der Scheune. Da haben wir auch die alte Ballonvase gefunden. Die haben wir halt auch abgeschliffen und gestrichen. Mein Mann hat dann noch aus alten Balken wieder verschiedene Kletterhöhen zusammengeschraubt, genauso wie die einzelnen
Baumschnitte, die waren auch in der Scheune und dann für die Katzen dann einen kleinen Kletterturm gebaut. Ihr habt auch eine Stuckdecke übergelassen. Genau. Können wir uns die als nächstes anschauen? Natürlich. Ah ja, hier ist die Stuckdecke. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ihr habt ja da was mit gemacht, so schön wird die nicht ursprünglich ausgesehen. Genau, also vorher war sie tatsächlich ziemlich dunkel und gelb, weil hier wurde halt drin geraucht natürlich, weil es eine Kneipe war. Die habe ich erstmal versucht dann sauber zu machen natürlich und wir haben sie halt nochmal weiß gestrichen. Sie ist auch original, wir haben die jetzt nicht irgendwie nachträglich dran gemacht. Leider fehlen hier an manchen Ecken schon ein paar Stücke. Das haben wir jetzt bisher noch nicht so in Angriff genommen, aber ja, wir haben versucht, sie zu erhalten und dass sie auch hier schön in dem Raum weiter bleibt. Das ist das Badezimmer. Das sind auch wieder alte Elemente. Genau. Richtig? Okay, also, können wir? Das ist vom ursprünglichen Dach. Das war vorher ein Durchgang. Hier war ja die Küche von der Badrinne oder von der Kneipe so rum. Und da war dann der Durchgang zur Speisekammer. Und wir haben jetzt halt einfach einen Holzrahmen gebaut, haben dann die alten Dachbalken drauf gemacht, haben dann wieder mit Rigips das verplankt und mit Holz und dann anschließend nochmal verputzt, damit es halt einfach aussieht, als würden die Balken aus der Wand rausragen. Aber tatsächlich gingen sie einfach auf einer Holzkonstruktion auf. Ja. Zum Holz, wie habt ihr das denn bearbeitet, damit es jetzt so satt aussieht, wie es aussieht? Wir haben das halt abgeschliffen und dann mit einem Speiseöl, Leinöl war es, dann geölt und mit einem Tuch. Und oben hätten wir auch noch Balken, die unbehandelt sind. Also die können wir uns auch mal anschauen. Ja, dann machen wir das doch gerne mal. Genau, also das, wie eben gerade gesagt, ist das. Sind jetzt die Balken, die wir unbehandelt gelassen haben. Wir haben die einfach nur abgeschliffen mit einer Drahtbürste und dann wieder mit feinem Schleifpapier drüber. Was war da sonst noch zu machen? Habt ihr da noch irgendwie damit arbeiten müssen, dass das jetzt so aussieht? Genau, also da waren halt einige Nägel drin und die haben wir halt dann einfach rausgeholt mit einer Zange und oder mit teilweise auch mit einer Zange abgeknipst, wenn es halt einfach zu tief war und man sie nicht rausholen konnte. Das war ein Türdurchgang? Genau, also der ursprüngliche Raum hier war ein kleines Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, BD und WC und das ging halt genau bis hier hin. Und das war bei uns zu klein, weil hier den Flur, den haben wir halt auch nicht genutzt, da war auch vorher noch eine Treppe hier. Und dann haben wir gesagt, okay, wir vergrößern den Raum einfach und nutzen den als Gästezimmer. Und ja, haben halt einfach die Tür stehen lassen, weil es halt einfach ein Teil vom Haus ist. Wie schwierig ist denn sowas, also das so frei zu arbeiten, dass es dann so für sich steht und so aussieht? Dadurch, dass es tatsächlich eine Überraschung war, also wir haben es halt schon, also hier wussten wir es, dass was auf uns zukommt, im Schlafzimmer wussten wir es nicht. Ja, haben wir uns erstmal gewundert, dass da überhaupt Balken waren und haben uns dann natürlich auch gefreut. Ich glaube, die freizulegen, es dauert schon so einen ganzen Tag, also zumindest eine komplette Wand von Balken. Genau, also das ist jetzt hier das Schlafzimmer. Hier kann man auch sehr gut die Kerben sehen von den einzelnen Balken, wo halt auch noch wirklich Tackernadeln und Nägel dran waren. Da waren halt früher die Leitungen dran. Ja, hier war auch alles komplett zugebaut. Das haben wir dann freigelegt. Also das hier mit den zwei Querbalken haben wir gar nicht damit gerechnet, sondern wir dachten auch, es wäre einfach nur so ein Türsturz. Umso mehr hat uns das natürlich gefreut, dass wir diese zwei Sonnenelemente noch hatten. Ja, das Einzige, was jetzt hier noch war, zum Beispiel hier oben der Balken und auch hier die zwei, waren tragende Balken. Das heißt, wir konnten die jetzt nicht entfernen. Hat uns jetzt auch nicht gestört. Ja. Wenn du sagst, das war eine Überraschung, also wie kann ich mir das vorstellen? Dann ist die Wand, die war dann hier so davor, das konnte man gar nicht sehen. Also das heißt, ihr habt dann geklopft, ihr habt die freigeschlagen. Hier kamen halt die ganzen Wände runter. Die Fenster waren halt nicht gedämmt und alles und waren halt, kam komplette Feuchtigkeit rein. Und da kam halt schon die halbe Wand entgegen. Und dann haben wir halt angefangen, außen das dann abzuklopfen und dann immer mehr sozusagen ins Innere vom Raum gearbeitet. Und dann haben wir halt festgestellt, ja, wir stoßen hier auf Holz. Und dann haben wir die natürlich versucht freizustellen. Oder freizulegen, so rum. Also hier, das hier weiß ich noch, das Schlafzimmer, aber das war ein Kampf. Also da waren sehr viele Kabel dran und Drähte und alles. Also es war schon, das war die meiste Arbeit hier. Wahnsinn.
Wenn wir hier so ein bisschen weiter gucken, diese Tür, ja. Was steckt denn da dahinter? Es ist tatsächlich eine Scheunentür, die war vorher beim Barbereich, war die dort und wir wollten die unbedingt behalten und da wir eh eine Lösung gesucht haben für unser Ankleidezimmer und wir wollten nicht, dass die Katzen halt reinkommen, haben wir die Tür halt einfach umgedreht, weil vorher war ja da so eine Katzenöffnung. Das ist eine originale Tür, haben wir einfach wieder abgeschliffen und nochmal gestrichen und der Raum war ja vorher bis hierhin, da war auch eigentlich eine Tür drin, aber die war nicht mehr da, als wir das Haus gekauft haben. Wir dachten halt nur aus Platzgründen, weil jetzt hier auch gleich weitergeht zum Bad, ist es halt besser eine Schiebetür zu benutzen und ich finde halt auch, es ist ein schönes Deko-Element. Also das ist jetzt noch das andere Holz, was wir verbaut haben. Das war auch ursprünglich wieder ein Durchgang. Hier kann man auch mal sehen, wie niedrig die Türen damals waren. Und wir haben halt einfach wieder Balken integriert. Nur hier hatten wir leider nicht so viel Platz wie unten. Und deswegen wurde jetzt nur eine Balkenreihe da integriert. Caro, diese Tür fällt mir noch auf. Vom Stil ja alt, aber jetzt sehe ich schon, das ist nicht das Originalholz von früher. Was steckt denn da dahinter? Genau, also das ist eine Abstellkammer und die Türöffnung hat halt ein Sondermaß. Und da wir dachten, okay, komm, um das Ganze hier einfach nochmal aufzulockern, hat mein Mann damals einfach aus übrig gebliebenen Baudielen eine Tür gebaut in demselben Stil, den wir auch gleich unten wiederfinden werden und natürlich lackiert. Und ja, hat das Ganze dann einfach selbst gebaut, um einfach nochmal hier ein bisschen rustikal reinzubringen. Ja. Ist das noch die Originaltreppe, die früher drin war oder habt ihr die ersetzen müssen? Nee, das ist leider eine neue Treppe. Wir mussten die ersetzen, weil die alte hatte einfach einen zu steilen Grat und für eine Wohnraumtreppe muss man eine bestimmte Neigung, Gradzahl einhalten, damit man die auch sicher bei Feuern so benutzen kann und deswegen haben wir eine neue Treppe. Die hatte noch richtige Stempel, die auch besondere Ornamente und sowas drauf hatten, genauso wie die einzelnen Streben, die verbaut waren. Das Einzige, was echt schade war, die Frau, die halt vor ihr gewohnt hat, hat halt die Trittstufen mit Linoleum und anderem Zeug beklebt. Also es war wirklich leider nur das Geländer, was richtig schön war. Und ja, da haben wir tatsächlich oben in der Scheune noch einzelne Elemente da. Also die wollen wir auch nochmal irgendwo einarbeiten, aber wo, wissen wir noch nicht. Okay. Ja. Was es hier noch gibt, außer im Innenbereich vieles zu sehen, ihr habt auch einen super spannenden Außenbereich. Wir haben ja vorher schon gehört, dass ihr draußen nochmal 800 Quadratmeter zur Verfügung habt. Ihr habt da einen Wohlfühlbereich geschaffen, ein Urlaubsfeeling und das würde ich mir jetzt gerne als nächstes anschauen. Natürlich, klar. Ja, hier haben wir halt versucht, so gut es geht, Urlaubsfeeling unterzubringen. Das damit, ist euch gelungen. Ja, damit, wenn man jetzt hier arbeitet, damit man hier mal kurz abschalten kann. Ja. Wir haben das komplett selber gemacht. Hier stand vorher das Toilettenhäuschen von der Kneipe. Da, wo jetzt hier der Tisch steht, wir haben hier das Ganze halt abgerissen, haben auch einen Meter runtergetragen und haben dann die Bruchsteinwand freigelegt und versucht dann zu säubern, damit wir das halt einfach erhalten, weil wir wollten da jetzt nicht wieder was draufklatschen, weil es ist viel zu schön. Also das ist die Originalwand, ja. von früher, also die, genau, Abgrenzung. Die ist über 120 Jahre alt. Die war sozusagen schon vor unser Haus da stand, war die Wand schon da. Und ja, die haben wir dann halt freigelegt und gesäubert. Wir haben versucht halt die Wand mit der Terrasse zu integrieren. Haben auch extra weiße Elemente gewählt und nicht Anthrazitgrau, wie wir es eigentlich ursprünglich vorhatten, um einfach es hier hell zu haben, um halt auch einfach wirklich, man denkt, hier ist man ist im Urlaub, ne? Weil meistens ist ja weiß und blau sind halt die Farbkombination für Urlaub und ja. Können wir nochmal zur Wand gehen? Hier kann man ja ein bisschen sehen, wie die ursprünglich aussah, genau. Und was ihr da so gemacht habt. Also mich würde interessieren, wie schwierig ist das und wie viel Arbeit steckt hier drin? Also wie lange habt ihr gebraucht, um das so freizulegen? Also die Wand, man kann sogar wahrscheinlich sehen hier oben, dass da unterschiedliche Steine auch da mit drin waren, weil wir mussten die auch teilweise flicken, das da oben waren wir jetzt nicht, aber wir haben sie auch teilweise geflickt. Wir haben den Putz abgemacht, plus sozusagen das ganze Säubern. Ich schätze mal, dass wir da so 3 volle Tage für gebraucht haben.
Dann Bereiche, die wir nicht mehr retten konnten, haben wir dann wieder neu verputzt und dann gestrichen, weil... Das ist neu? Genau, das konnten wir leider nicht retten. Da waren die Steine zu kaputt oder nicht mehr so zum Erhalten. Wie legt man das frei? Was braucht man da für ein Werkzeug? Wie geht man da vor? Also wir hatten teilweise Meißel und Hammer. Oder einfach mit den Fingern konnten wir auch teilweise das abpiddeln. Ist halt Geduldsarbeit, ne? Jetzt mal noch so zu den Interior-Design-Elementen, die du hier drin hast. Du wolltest ein Urlaubsfeeling gestalten. Was hast du dir so für Vorbilder vielleicht auch genommen? Wo hast du Ideen gesammelt? Und ja, welche Idee steckt hier dahinter? Also ich bin ein sehr großer Fan von Griechenland und tatsächlich auch von der Toskana. Und habe einfach versucht, die Urlaube, die ich jetzt schon miterlebt hatte, einfach wieder hier mit rein zu integrieren. Also wir haben halt viel auch mit Mosaik gearbeitet oder südländische Pflanzen haben wir genommen oder halt viel Holzelemente. Wir haben sogar einen Pool. Ja. Lass uns doch da noch ganz kurz drüber sprechen. Das ist ja praktisch das i-Tüpfelchen auf eure Urlaubsfeelingsterrasse. Ja. Selber gebaut? Ja. Wir haben erstmal den Boden ausgeglichen gehabt. Vorher war hier alles zugepflastert und voller Beton. Haben dann den Pool aufgestellt, haben dann geguckt mit den Füßen, dass dann da Steine drunter kommen, weil sonst setzt sich das halt einfach ab vom Gewicht her. Und dann haben wir einfach die Verschalung drumherum gebaut, haben dann halt einfach mit den übrig gebliebenen Terrassendielen das Deck gebaut und mit Dachlatten haben wir dann das mit Weiß verkleidet und dann hier wieder mit so einer Tür gearbeitet, wo dann die Pumpe und die Filteranlage drunter ist, damit man das verstecken kann. Kleiner Tipp am Ende, Caro liefert auf ihrem Instagram-Kanal neben Einblicken in dieses Bauprojekt auch coole Interior-Design-Do-It-Yourself-Tipps. Reinschauen lohnt sich. Und wie immer gilt, wenn euch diese Roomtour gefallen hat, dann liked das Video und abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr.